In einem gerechten System werden erst Beweise gesammelt und dann die Menschen vor ein Gericht gebracht. In ungerechten Systemen werden die Menschen erst inhaftiert und dann dazu gezwungen, Beweise für ihre eigene Unschuld zu liefern. Seit 102 Tagen befindet sich unser Lehrer und Imam Aupastan Kuitu aufgrund von Verleumdungen und Lügen in Isolationshaft in der Türkei. Und 19 seiner Schüler sind ebenfalls im Gefängnis. Wir stehen hinter unseren Geschwistern, die seit mehreren Monaten in der Türkei ohne Gerichtsprozess nur deshalb im Gefängnis gefoltert werden, weil sie zur Botschaft Allahs aufriefen, obwohl das Recht auf Versammlung das Recht eines jeden Bürgers ist, wurden sie in ihre Heimat deshalb eingesperrt, weil sie von diesem Recht Gebrauch gemacht haben. Imam Aupastan Kuitu rief die Menschen stets zum Weg Allahs und rief dazu auf, gerecht zu handeln, ganz gleich, ob es sich um Muslime oder Nicht-Muslime handelte. Er stand niemals auf der Seite eines einzigen Volkes, sondern war stets auf der Seite der Gerechtigkeit. Freiheit und Gerechtigkeit! Wir als Furkan-Bewegung stehen heute deshalb hier, um das Unrecht gegen unsere Geschwister zu verkünden und unsere Loyalität, Solidarität und Freundschaft zu unserem Imam und Lehrer Aupastan Kuitu und 19 Schüler zu zeigen. Hört auf mit der Tyrannei! Wir fordern Freiheit für Imam Aupastan Kuitu, Freiheit für unsere Geschwister. Hört auf mit der Tyrannei! Lasst unsere Freunde frei! Hört auf mit der Tyrannei! Lasst unsere Freunde frei! Hand in Hand gemeinsam stark! Hand in Hand gemeinsam stark! Hand in Hand gemeinsam stark! Gegen Ungerechtigkeit! Freiheit und Gerechtigkeit! 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 Hand in Hand gemeinsam stark! Gegen Ungerechtigkeit! Gegen Ungerechtigkeit! Stopp die Ungerechtigkeit! Stopp die Ungerechtigkeit! Hört auf mit der Tyrannei! Lass auf was an Gründung frei! Hört auf mit der Tyrannei! Lass auf was an Gründung frei! Hört auf mit der Tyrannei! Hört auf mit der Tyrannei! Lass auf was an Gründung frei! Lass auf